Ex-SPD-Kanzler Schröder brachte uns die Agenda 2010 mit prekären Arbeitsverhältnissen und Hartz IV. Dessen Finanzminister, SPD Peer Steinbrück, brachte uns die Finanzmarktliberalisierung für das Großkapital. Nun ist mit Olaf Scholz wieder ein SPD-Mann Finanzminister, dieses Mal unter der Merkel. Ich bin mit 17 in die SPD eingetreten, aus Gründen, die uns alle miteinander bewegen. Gerechtigkeit war das große Thema. Scholz nahm 2010 auf der Bilderberger Konferenz teil, und so kann es auch nicht überraschen, dass er in die Fußstapfen von Peer Steinbrück tritt und den Goldman Sachs Deutschland-Chef Jörg Kukies als Staatssekretär ins Finanzministerium holt. Dieser sogenannte Investmentbanker, früher sagte man Spekulant, war in den 90ern Juso-Chef von Rheinland-Pfalz. So viel also zur SPD. Wie sieht es sonst so in Deutschland aus? Ex-CDU-Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz ist heute Aufsichtsratschef des weltweit größten Vermögensverwalters BlackRock und Vorsitzender der Atlantikbrücke, welche über ihre Young Leader-Programme den deutschen Politikernachwuchs auswählt. Im Young Leader-Programm waren zum Beispiel der Präsident der Deutschen Bundesbank Jens Weidmann 2004, die Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner 2009 und der Gesundheitsminister Jens Spahn 2017. Weiß, er ist ein Mann. Wie sieht es im Ausland aus? US-Finanzminister Steven Mnuchin war Investmentbanker bei Goldman Sachs. Der Gouverneur der Bank of England, Mark Carney, war Banker bei Goldman Sachs. Und der Chef der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, war ebenfalls Investmentbanker bei Goldman Sachs. Der französische Präsident Macron war Investmentbanker bei Rothschild, wo er ab 2010 sogar Partner war.